Vegan für Jugendliche, was gibt es zu beachten? Bleibt mal dran! Hallihallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Herzlich willkommen. Heute gibt es ein Gastinterview von einem anderen Kanal. Der Thomas und seine Frau machen ganz tolle Interviews mit Wissenschaftlern und Ärzten auf ihrem Kanal. The Habit Rabbit heißt der. Habt ihr wahrscheinlich nichts von gehört. Ich verlinke euch den Kanal von den beiden unten. Und auch die anderen Interviews, die gemacht haben, müsst ihr unbedingt reingucken. Die haben Interviews mit Dr. Neil Bernard, mit Professor Leitzmann und ganz vielen anderen Leuten. Sehr, sehr interessant. Und sie haben auch Interviews gemacht mit der Dr. Med Laila Mason, einer australischen Ärztin, die aber Deutsche ist. Und die gibt hier jetzt gleich ein Interview, so um die 13 Minuten, und gibt ganz viele Tipps, worauf Jugendliche achten müssen, um weniger Akne zu haben, um gesund sich vegan zu ernähren. So ein paar Stolperfallen, ich finde es sehr gut. Sie erwähnt auch einige Nahrungsergänzungsmittel, die habe ich euch unten verlinkt unter diesem Video. Schaut da mal rein, wenn ihr Hilfe braucht bei der Suche. Und jetzt viel Spaß bei dem Video. Hallo nochmal, Dr. Laila Mason. Vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, um ein zweites Interview mit uns zu machen zum Thema Ernährung für Jugendliche und Heranwachsende. Kannst du kurz was dazu sagen, was Jugendliche beachten sollten, wenn sie sich vegan ernähren? Ja, gerne. Ich finde das ein super wichtiges Thema, denn ich sehe bestimmt jede Woche Jugendliche, die zu mir kommen in die Praxis, weil sie sich vegan ernähren wollen, aber nicht genau wissen, wie. Oder die Eltern schleifen sie normalerweise zu mir. Die Jugendlichen machen das nämlich normalerweise aus ethischen Gründen. Ne? Die wollen die Umwelt schützen, die Tiere schützen. Sehr super, finde ich. Ja. Unterstütze ich total. Ja. Aber sie wissen halt nicht so viel über Ernährung und vergessen das. Und denken, sie können dann zu McDonald's gehen und den Veggie-Burger essen statt dem Fleischburger. Und dazu die Pommes frites und Ketchup, und das ist es, ja. Und davon wird man krank, ja. Also ich meine, die Leute, die den richtigen Burger essen, werden auch krank. Aber wenn man schon vegan wird, sollte man es auch gesund machen. Ne? Und das heißt vor allem, dass man Gemüse isst. Und das vergessen viele, ja. Also es gibt diese, wie sieht unser Teller aus, ja. What should be on your plate? Ja. Die Hälfte sollte Gemüse sein. Die Hälfte, ja. Die Hälfte Gemüse, ein Viertel dann Protein, ob das nur Tofu ist oder Bohnen oder Kichererbsen oder Tempeh, ganz egal. Und ein Viertel die Kohlenhydrate, also praktisch entweder Süßkartoffeln oder deine Ganzkörner, ja, Vollkornreis oder irgendein volles Korn halt, ja, unverarbeitet. Das ist so ein ideale Mahlzeit. Ja. Ja. Und dann müssen die Jugendlichen noch darauf achten, dass sie B12 nehmen. Ja, weil B12 ist echt wichtig und das für die Entwicklung des Gehirns, und das entwickelt sich ja noch sehr im jugendlichen Alter. Und das ist halt nicht in pflanzenbasierten Nahrungsmitteln enthalten. Das gibt's nur von Tierprodukten. Also B12 wird gar nicht von Tieren produziert, sondern von Bakterien. Aber diese Bakterien leben halt im Darm dieser Tiere. Mhm. Und da ist immer ein bisschen Kontamination. Wenn man ein Stück Fleisch isst, ist da halt das mit drin. Und es wird auch ins Blut aufgenommen vom Tier. Ja. Aber also B12, ganz wichtig, dass sie das jeden Tag zu sich nehmen. Und ich würde es wirklich jeden Tag nehmen, nicht einmal in der Woche oder einmal oder eine Spritze. Es ist viel natürlicher, wenn man jeden Tag, es gibt so Sprays, die man in den Mund sprühen kann. Ein Spray, 1000 Mikrogramm, hat man mehr als genug. Und wenn man mehr zu sich nimmt, als man braucht, scheidet man es einfach mit dem Urin wieder aus, weil es wasserlöslich ist. Perfekt. Und also es gibt andere Sachen, andere Mineralien, die, wo ich denke, die sind auch wichtig für Jugendliche, aber nicht nur für Veganer, für alle. Zink, Selen, Jod, ganz wichtig für die Schilddrüse, für die Haut. Zink ist ganz besonders wichtig bei Akne. Also Akne ist eigentlich oft ein Zeichen, dass der Mensch nicht genug Zink zu sich nimmt. Zinkmangel. Ja. Und in Deutschland ist Zinkmangelgebiet. Also Zink, 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 ganz wichtig. Ja. Und Zink ist ein bisschen niedriger in pflanzenbasierten Nahrungsmitteln als in Fleisch, denn den Tieren wird Zink zugefüttert, ja, damit sie gedeihen, wird denen das gegeben, und wenn man dann Fleisch isst, kriegt man das Zink, aber es ist nicht natürlicherweise vom Tier. Ja. Es ist in den Pflanzen, die das Tier eigentlich essen soll, aber wenn der Boden nicht genug Zink enthält, dann ist auch nicht genug in der Pflanze. Also bei Jugendlichen Zink super wichtig. Zink, B12 und dann Vitamin D für alle. Ja, Vitamin D ist wichtig, weil wenn wir in Deutschland leben, kriegen wir einfach nicht genug von der Sonne ab.
Und Jugendliche haben ja so ein erhöhtes Risiko, ein bisschen grumpy zu sein. Und Vitamin D hält die Laune auf. Ja, okay. Ganz gut. Freuen sich die Eltern. Zink auch übrigens. Wenn man zu wenig Zink hat, dann wird man auch sehr leicht wütend. Ah, okay. Also diese Teenager, die dann so schnell ausrasten, ja. Da hilft Zink oft. Okay. Und Zink nimmt man am besten am Abend. Da wird es am besten absorbiert. Okay. Und Omega-3-Fettsäuren, darüber haben wir ja vorher bei der Schwangerschaft gesprochen, weil das so wichtig ist fürs Gehirn, würde ich meinen Teenagern auch geben. Oder habe ich meinen Teenage-Kindern gegeben. Und also auch wieder das Algenöl, 1000 Milligramm, kombiniert EPA und DHA, ist eine gute Dosis und hat sehr, sehr viele gute Effekte auf die Gesundheit. Ja. Also es ist sogar, es gibt eine Studie, wo Jugendlichen, die ein erhöhtes Risiko hat, später mal schizophren zu werden, weil sie zum Beispiel einen Vater oder eine Mutter hatten, die schizophren waren, denen wurden nur für 8 Wochen jeden Tag Omega-3 gegeben und dann gar nicht mehr. Und das Risiko, wenn man dann später die 2 Gruppen verglichen hat, die es bekommen haben und die das Placebo bekommen haben, die es Placebo bekommen haben, davon sind viele schizophren geworden, als junge Erwachsene, und die anderen ganz, ganz weniger. Nur ein Riesenunterschied. Nur diese 8 Wochen. Ja, es ist eigentlich ein bisschen unerklärlich. Aber ich glaube, dass vielleicht haben es manche dann auch länger genommen, weil sie sich besser gefühlt haben. Ne? Weiß die man dann nicht. Gemerkt haben, dass es halt... Oder aber auch, es ist... Ich glaube, wir haben so einen großen Mangel an Omega-3, dass selbst wenn das mal 8 Wochen durchgetränkt wird mit Omega-3, dass das wirklich einen längerfristigen Effekt hat. Also es ist so wichtig fürs Gehirn, ja, für unsere Gesundheit, die mentale Gesundheit auch. Und natürlich auch fürs Immunsystem, ja, und für die Knochen. Also für alles, ja. Wow. Gibt es jetzt noch andere Stoffe oder auf andere Sachen, die man achten sollte? Beispielsweise jetzt Junkfood ist ja jetzt nicht so gut. Salz, Öl, wie sieht es damit aus? Sehr ölhaltige Lebensmittel oder das Fertigessen ist ja häufig SOS, Salt, Oil, Sugar. Wie sieht es damit insgesamt aus? Also das ist natürlich für alle, nicht nur für die Veganer. Ne? Alle Jugendliche essen zu viel von dem SOS. Ja. Ne? Zucker ist ganz schrecklich. Das ist so mein schlimmster Feind, weil ich so viele Kinder sehe, die halt sehr krank sind, weil sie einfach ständig Zucker essen. Und die wissen es gar nicht. Die essen Obstjoghurt und denken, oh, ich esse was Gesundes. Und auch wenn das Obstjoghurt vegan ist, ja, ist trotzdem zu viel Zucker drin. Und dieser Zucker hat wieder die Akne, ne, wird schlimmer. Und sie können sich nicht konzentrieren. Ihre Darmflora wird ganz krank, weil die Darmbakterien, die Schlechten, lieben Zucker und vermehren sich dann und drücken praktisch die anderen aus dem Weg, die Gesunden, die überleben dann gar nicht. Also ganz, ganz wichtig, dass man Zucker runterschraubt. Ja. Also diese ganzen Süßgetränke, alle weg, wirklich nur Wasser trinken. Und viel Wasser, ist echt wichtig. Ja. Ja. Und dann natürlich der Junkfood, das ist nicht für uns gemacht. Ja. Das ist für die Industrie, das ist billig zu produzieren und es ist aber für uns, es hält sich lange, ja, also es ist für die Industrie perfekt, aber für uns ist es nur schlecht. Da ist nichts drin außer Kalorien. Ja, und an Kalorienmangel leidet in Deutschland kaum einer. Ja, es ist wirklich, alle kriegen mehr als genug Kalorien, alle kriegen mehr als genug Protein. Es ist wirklich die Sache mit den Mikronährstoffen, die Antioxidantien, die Ballaststoffe, die Mineralien, all diese Vitamine. Und die kriegt man von den Pflanzen, genau. Von den Regenbogen der bunten Pflanzen. Ja. Absolut. Ich sag immer, ist jeden Tag den Regenbogen, ja. Und vielleicht können wir da anknüpfen. Wie ist jeden Tag den Regenbogen? Sagt sich jetzt vielleicht so einfach, aber wenn man jetzt gewohnt ist, Junkfood zu essen, sich immer mal hier da was zu holen und sich das einfach reinzustopfen. Wie kann man sich denn jetzt praktischerweise täglich das dann umsetzen? Das ist ja immer so eine Sache noch. Also ich sehe es zum Beispiel im Beispiel von meinem 16-jährigen Sohn. Der isst zum Frühstück, isst da ein bisschen Haferflockenporridge mit ganz viel Bio-Beeren. Die kaufen wir gefroren, weil es ja nicht das ganze Jahr mal frisch gibt. Ja. Aber also wirklich gut eine Handvoll und Nüsse. Okay. Und dann ein bisschen Hafermilch drauf oder Kokosnussmilch. Und das hält ihn lange satt. Und das hat alles, ja. Das hat Vitamine, Mineralien,
genug Kalorien, es erhöht nicht den, es hat keinen hohen glykämischen Index, das heißt, der Blutzuckerspiegel geht nicht zu schnell hoch und dann wieder runter, mhm. sondern bleibt schön konstant, okay. kann sich gut konzentrieren dann in der Schule. Mhm. In der Schule gibt es an seiner Schule zum Glück gesundes Essen, da kann er sich einen Salat holen mit Hummus oder, meistens kochen wir sogar morgens zum Beispiel okay. einen Reis mit ganz viel Gemüse und Tofu okay. Und das nimmt er dann mit. Also entweder das oder holt er sich Salat. Es ist so leicht, es schnell morgens zu machen, ja, dass, wenn es in der Schule nichts Anständiges gibt, ja, dann das ein paar Gemüse, Brokkoli, also halt einmal, was er gerade mag, ein ganz bisschen erhitzen, dass es ein bisschen weich wird, Tofu dazu und den Reis habe ich schon vorher gekocht und den mixe ich dann ein bisschen rein, Vollkornreis natürlich, eine super gesunde Mahlzeit. Ja. Ja. Und dann abends essen wir halt zu Hause, ist es am einfachsten, gesund zu essen. Klar. Ja, zwischendurch, was er sich da holt, also er sieht ganz klar, dass wenn er Junkfood isst, dass seine Akne sprießt. Ja? Deshalb macht er das auch nicht mehr. Dazu ist er jetzt zu eitel geworden. Mit 16, ja, ist richtig, ne? Ja, also das, und ich denke mir, dass dieses Message rüberzukriegen, ne, dass gesunde Ernährung dich nicht nur gesünder, sondern auch attraktiver macht, ne? Ja. Du siehst einfach, die Hautfarbe sieht besser aus. Also die Leute, die viel Gemüse essen, haben eine gesündere und attraktivere Hautfarbe auch, ja, als die, die Junkfood essen. Ja. Und aber er sucht dann jetzt, also was ist in, ich weiß gar nicht genau, was man in Deutschland da an Gesunden so als Takeout kriegt. Also ich weiß, wenn man dann zu Vegans kriegt man natürlich was, aber das gibt's nur in Berlin, ne? Aber ja, es ist nicht so verbreitet, ja. Und die meisten Schulen haben auch nicht so das gesündeste Essen. Da gibt's dann weiße Nudeln mit Tomatensauce als vegetarische. Zum Beispiel. Was ja wirklich nicht so besonders gesund ist. Ja. Genau. Ja, also in Australien gibt's jetzt diese Bowls. Da ist dann zum Beispiel Reis oder Glasnudeln oder sowas drin und dann ganz viel Gemüse, ganz viel Salat, Tofu, also in der veganen Option. Ja. Und sowas holt er sich dann ab und zu, wenn seine Freunde das Gleiche mit Fleisch oder Fisch sich holen, dann sieht es so ähnlich aus. Es ist ja auch wichtig unter den Teenagern, dass sie nicht so rausfallen. Ne? Mhm. Also in Australien ist Veganismus noch ganz, ganz neu. Okay. Da gibt es nicht viele. Das ist und so der dann, Außenstehende. Dann. Ja, aber seine Freunde, die sind alle, die machen sich über ihn lustig, aber auf eine nette Art. Auf die australische Art. Okay. In Berlin, denke ich mir, oder in gerade Berlin, ich weiß nicht, wie es im Rest des Deutschlands von Deutschland ist, aber in Berlin an der Mensa hier, 50% alle Essen, die ausgegeben werden, sind vegetarisch oder vegan. Ja. Das ist doch Wahnsinn, ne? Also da fällt man gar nicht mehr auf. Da fällt man wahrscheinlich eher auf, wenn man Fleisch isst. Mm, ja, aber wichtig, dass man sich da vielleicht vorher ein bisschen informiert oder ein paar Nüsse mitnimmt als Snack. Also es ist wichtig, jeden Tag eine Handvoll Nüsse zu essen. Es gibt wirklich sehr, sehr wichtige Nahrungsstoffe wie Magnesium, Vitamin E, Antioxidanten und auch gutes Öl fürs Gehirn. Ja. Und das ist ein guter Snack. Und den kann man natürlich auch immer leicht mitnehmen. Ja? Oder ein Stück Obst. Ja. Aber es ist natürlich immer diese Versuchung, dass man eben doch wohin geht, wo es nicht so gesund ist. Wenn man dann mit Freunden unterwegs ist oder so und es da nichts anderes gibt, dann. Und ich glaube, man kann auch nicht von einem Teenager erwarten, dass sie sich hundertprozentig perfekt ernähren. Ja? Also wenn die dann so dieses 80-20, wo sie 80% der Zeit alles gut machen, also Frühstück, Abendessen, Mittagessen und dann vielleicht das zwischendurch. Ja. Wenn sie damit klarkommen, dann nicht so perfekt. Genau. Und wenn eine Mahlzeit halt nicht so gesund war, weil es jetzt irgendwie außen war, einfach bei der nächsten Mahlzeit wieder versuchen, besser zu machen. Dann noch ein extra Salat dazu. Zum Beispiel, genau. Ja. No. Aber es geht. Also es gibt so viele Jugendliche jetzt, die sich vegan ernähren wollen, aus den richtigen Gründen und sie können sich auch gesund vegan ernähren. Ja. Und das ist, also ich denke mir, das ist jetzt der Trend. Ja. Ne? Früher war es einfach nur vegan, egal wie. Ja. Und jetzt erfahren halt alle immer mehr darüber, dass es für die Gesundheit auch Riesenvorteile hat, vegan zu sein. Ja. Man ist schlanker, hat ein niedriges Risiko, später Diabetes zu kriegen oder Herz-Kreislauf, Herzinfarkte, Schlaganfall, all diese Sachen, sogar Krebs. Ne? Ja. Und je früher man damit anfängt, desto besser. Ja. Prävention ist immer besser als Heilung. Ne? Ja. Wenn es denn zu heilen ist, dann. Ja. Vielen Dank für die wichtigen Informationen. Deinen Kontakt und deine Webseite hast du ja schon im anderen Video quasi gesagt. Das Link packen wir unten nochmal in die Infobox und den Link packen wir nochmal rein. Super. Vielen Dank für deine Zeit. Es war echt super. Ganz lieben Dank. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Mir ist jetzt ganz wichtig, dass der Thomas auch was davon hat und seine Frau. Geht unbedingt jetzt mal auf den Kanal von The Habit Rabbit. Ich habe den euch unten verlinkt in der Videobeschreibung. Klickt da mal drauf, guckt da mal rüber und gebt denen ein Abo. Also ganz tolle Interviews, großen Respekt. Ich wünsche den beiden sehr viel Erfolg und bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.